kann ich jetzt das Video nochmal machen. Mir ist nämlich die Kamera abgeschissen, beziehungsweise die Speicherkarte. Das erste Video ist leider defekt, das funktioniert nicht. Also, ich habe von meinem Sofa so eine Entlötstation bekommen. Die ZD915 von Editronic in diesem Fall. Ich wollte sie mir schon selber kaufen, da habe ich schon drauf gespart. Aber wenn mein Sofa mir die kauft, gerne, nehme ich ja gerne an. So, dabei war, habe ich der Halter hier mit dem, ja, Schwamm, was auch immer das sein soll. Der wird hier an der Seite eingehakt, dass man die da reinhängen kann. Ich hoffe, das klappt. Ich will gucken. Ich brauche den Halter auf der anderen Seite. Nur sind auf der anderen Seite an der Station nicht diese zwei Schraubenlöcher. Hier sind nicht da, dass ich den Deckel einmal komplett drehe. Ich wollte sowieso reingucken und euch da drinnen zeigen. Die Pistole hierzu ist hier. Da ist auch Kabel und der Schlauch dran, gleich lang. Das ist gut. Allerdings, was nicht so gut ist, ist, dass das hier auseinander ist. Ich gucke mal, ob ich was finde bei Singiverse oder diverse andere Seiten, ob es da irgendwie so eine Klammern gibt, die man da sich drucken kann, dass das ein bisschen zusammen ist. Die Entlötspitze, die ist hohl. Ich habe das ja auch schon mal abgehabt. Die sieht so aus. Wo sind wir? Da. Die sieht halt so aus. Da ist der Pinüppel, der das einsaugt. Geheizt wird das wohl nur von der Spitze. Ich hoffe, dass das ein bisschen länger heiß ist da drinne, sonst verstopft die sehr schnell. Ich habe sie noch nicht angehabt. Es gibt Reinigungsnadeln dazu. Es gibt hier Ersatz-Wattepads. Drei von den kleinen, ein von den großen. Der große ist hier unten drinne und der kleine ist hier hinten drinne. Und ich habe gefummelt, wie kriege ich das Gasröhrchen da raus zum Saubermachen. Das habe ich auch im Internet soweit nicht gefunden. Also hier hinten ist so ein Knopf, dann springt da zurück. Aber weiter geht's nicht und das Röhrchen ist fest. Das kriegt man so nicht raus. Ich habe das mit viel Gefummel rausgekriegt und habe dann erst gemerkt, es ist ganz einfach. Einfach nach hinten drücken und nach vorne rausziehen. Und schon ist das Röhrchen draußen, das Wattepad und so ein kleines Metallteil, was dann nachher so zusammenkommt. Das soll man dann auch tauschen, wenn das dann dass das Pad ein bisschen verhärtet ist oder so. Aber ich kann mir ja vorstellen, warum durch den ganzen Lötdampf. Dann setzt man das hinten einfach wieder ran und schiebt das ein bisschen rein. Das ist hinten wirklich gefedert und dann gucken, dass man das auch richtig trifft. Da ist so ein kleiner Plastiknippel drin und dann hinten einfach wieder zumachen. Sollte so funktionieren, hoffe ich doch. Hier sind noch Ersatzspitzen. Nun weiß ich nicht von der Größe her, ob das zwei verschiedene Größen sind oder ob die alle gleich groß sind. Weil im Moment die hier dran ist, die ist nicht sehr groß. Es müsste auch noch Spitzen geben, die vielleicht größer sind. Für größere Pins. Ich weiß nicht, ob er das jetzt hier einfängt. Wahrscheinlich nicht. Ja, ich war jetzt dabei, das zusammenzubauen. Da ist es dann abgeschmiert, da hat die Kamera gemeckert. Das wird hier dann reingesteckt. Geliefert wird einzeln dieser, ja, Schlauchanschluss, dieser kleine Nippel. Da ist mir auch schon vorhin was rausgefallen. Ich denke mal, das ist gar nicht so unwichtig. Da solltet ihr gucken, dass ihr das auch habt. Und zwar ist das so ein, ja, Dichtungsring.
und der passt da auch genau drauf. So. Ich schraube das erstmal so ran und stecke dann den Schlauch drauf, weil er sich sonst verdreht. Das will ich ja nicht, dass der Schlauch sich total verdreht. Der geht schon ziemlich schwer drauf. So, ich habe sie auch noch nicht angehabt. Ich weiß nicht, ob sie funktioniert. Ich weiß aber, dass es diesen Schlauchanschluss bei Thingiverse zum Nachdrucken für den 3D-Drucker gibt. Das weiß ich. Das habe ich schon mal gesehen gehabt. So, dabei war auch ein Netzkabel und eine kleine Anleitung. Inbetriebnahme, bla 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 und Reinigung. Bloß bei der Reinigung war das nicht so ersichtlich mit dem Röhrchen da hinten. Und hier steht Leistung 140 Watt. Das kommt mir ein bisschen seltsam vor, dass das Ding hier 140 Watt haben soll. Denn die hier hat 24 Volt 80 Watt. Das sind ja 60 Watt mehr. Also ich glaube nicht, dass der Pumpenmotor da drin 60 Watt braucht. Ich habe auch schon bei YouTube gesehen, wie sie diesen Pumpenmotor ansteuern. Wie das gemacht ist, das wird in baldiger Zukunft von mir noch geändert. Jetzt brauche ich ein Netzkabel, ja, nämlich das hier. Jetzt habe ich gerade kein anderes zur Hand. So, ich habe das jetzt soweit vorbereitet. So soll die ja hängen. Ich brauche sie aber auf die andere Seite, weil die Station nachher da stehen wird, da hinten. Dann brauche ich sie auf der anderen Seite. Deswegen will ich mal gucken, ob ich das umgedreht kriege. So, er ist noch nicht eingeschaltet. Ich schalte mal ein. Oh je. Yeah. Der pustet rein. Ziemlich laut. Ich hoffe, das ist nicht zu laut für euch. Gesetzt auf 160 Grad. Ich hoffe, man kann das sehen. Ich mache die Folie ab. Und jetzt heizt sie. Ja, kann man auf Fahrenheit umstellen. Fängt an zu qualmen. Ich werde mal 220 nehmen. Ja, fängt an zu qualmen, so wie es eigentlich immer üblich ist. Jetzt ist sie frei. Hat eben gedauert. Da drin liegt jetzt der Zinn. Ich hoffe, man kann das sehen. So. Alter, ist das Ding laut. Ich werde jetzt mal was vorbereiten. Und dann werden wir mal was entlöten. So, nun bin ich wieder da. Ich hoffe, das wird nicht zu laut werden. Ich habe jetzt leider kein extra Mikro. Das ist eine alte Platine. Ich werde mal versuchen, was auszulöten. Eventuell diesen Chip hier. Der ist ja hier drauf, mehrere Pins. Und das ist direkt Truehole. Ja. Und zwar bei solchen Platinen, wo die Lötung bis auf die andere Seite durchgeht, wo das durchkontaktiert ist, die Lötlöcher, und nicht nur auf einer Seite ist, also richtig direkt Truehole, ist es sehr schwer, solche ICs mit solchen Pumpen rauszukriegen oder Entlötlitze, die ich hier auch irgendwo liegen habe. Das ist relativ schwer, das wieder rauszukriegen. Dafür soll die Entlötpistole ja gut funktionieren. Ich hoffe, es funktioniert.
Ich werde sie jetzt einschalten. Ich hoffe, das ist nicht zu laut und man kann mich noch verstehen. Also nochmal das Video machen tue ich nicht. Ich bin froh, dass es erstmal so weit läuft. Aber wenn man mal so ein IC braucht oder wechseln muss, ist das bei solchen Platinen relativ schwer. Ich kann auch hier von den kleinen hier hinten, das dauert dann nicht so lange. Das sind ja nur, ach, die haben sie rumgebogen. Aber den einen hier werde ich rauskriegen, den hier hinten. Werden wir gleich mal gucken. Ich hoffe, man kann das dann sehen. Also, ich starte jetzt die Kiste nochmal. Es wird leider laut werden. Ich kann da leider nichts für. Und dann gucken wir später mal in die Kiste rein. Ich habe sie jetzt auf 300 Grad gestellt und wenn man länger drauf drückt, springt sie im 10er Bereich umher, ansonsten im 1 Grad Bereich. Ich werde mal versuchen, den kleinen hier auszulöten. Ich hoffe, das funktioniert. Man kann das hoffentlich auch sehen. Ich werde mal ein bisschen dichter gehen. Es hat gut funktioniert. Hier nochmal. Nicht zu doll drücken, ich zerkratze nämlich gerade die Platine. Der eine hat nicht ganz funktioniert. Jetzt nur noch meinen Lötkolben starten. Dafür habe ich jetzt ja gerade den Stecker rausgezogen. Kleinen Moment. Den einen Pin hier noch mal kurz ein bisschen Zinn drauf. So. Mal probieren. So, jetzt sollte das IC rauskommen. Sollte. Ja, mal gucken. Und da ist es. Also einfacher und schöner entlöten kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich versuche jetzt nochmal das IC. Das sollte gut funktionieren. Haben die Pins umgebogen. Naja, gut. Das wird jetzt zu lange dauern. Nehme ich mal das große hier. Mal die Pins ein bisschen gerade. Ich nehme jetzt hier nochmal das große und probiere es mal. Also ich wackel da ein bisschen.
drei, die noch nicht so ganz sind, aber das mache ich nachher gleich. Da auch nicht. Ganz geklappt. Damit kann man ja, glaube ich, auch löten. Sollte doch funktionieren. Das hat geklappt. Das hat auch geklappt. Auch. Das auch. Kann man das sehen? Ja, da kann man sehen. Gut. So geht das auch. So. Müsste das IC lose sein. Oder rauskommen. Das klemmt noch ein bisschen, habe ich hier. Noch ein bisschen. Einmal. Und schon hat man das IC ausgelötet. Wunderbar. Eine richtig geile Maschine, ganz ehrlich. Das wird einem das Leben so leicht machen beim Entlöten. Und man verletzt hier oder macht auch nicht die Dings kaputt. Und sie sind gleich frei und offen und man muss nicht noch großartig rumspielen, dass man das neue IC wieder reinkriegt. So, ich mache sie mal aus. Wenn man sie nicht braucht, empfehle ich eigentlich ein bisschen Zinn dran zu machen. Sonst nimmt sie nachher keinen Zinn an. Ich mache jetzt hier vorne auch zu, dass es nicht kaputt oxidiert. Hier vorne die Spitze, da mache ich ein bisschen Zinn ran. Kann ich ja nachher, wenn sie aufgeheizt ist, ja wieder absaugen. Würde ich empfehlen, der Zinn landet auch hier hinten drin. Ich hoffe, man sieht es da. Zum Reinigen wurde auch gesagt, 2, 3, 4, 5 mal ein bisschen durchpumpen und dann soll das wieder sauber sein. Aber das hat wunderbar funktioniert. Einmal frei, da kann ich jetzt gar nicht meckern. Oh, Lötkolben kann ich ausmachen. Brauche ich ja nicht. Ja, so, und jetzt gucke ich nochmal in die Kiste rein mit euch und gucke auch, ob ich den Deckel einmal umgetauscht kriege, dass ich die auf die andere Seite hängen kann. So, das war jetzt bei 300 Grad ungefähr. Man muss jetzt so gucken, wie gut das funktioniert. Vielleicht hätte noch 270 gereicht. Ich mache mal die Pistole ab, weil die ist noch heiß. Ich möchte nicht so lange warten. So. Die packe ich mir jetzt so weg, dass sie keinen Schaden anrichtet. Ja, so. Sie aus dem Weg. So, also sehen wir uns gleich wieder und dann gucken wir mal kurz rein. Jetzt nur noch eine Schraube. Ich habe euch das jetzt erspart, hier alles anzugucken, wie ich das hier abschraube. So. Ja, fällt schon ab. Oh, vorne fällt schon das Display ab. Oder? Nee. So. Und da ist so, wie ich mir das gedacht habe. So, nur einmal gucken. Das kriege ich bestimmt auch so rum da wieder raus. Hoffe ich doch. Oder?
Weil da sind zwei Modellen. Ich hoffe, das klappt. Ich guck mal. Nee, leider nicht. Verdammt! Die Schweine! Der Lochabstand hier vor, hier hinten, ist größer als da. Ich kann das nicht umbauen. So einfach. Müsste ich jetzt auf die Seite Löcher bohren. Also auf der Seite. Okay, lasse ich erstmal so. Aber wir gucken da ja erstmal so rein. Also, da haben wir hier ein Motor. Und das wird die, ja, das ist die Vakuumeinheit. Das wird eine Doppelkammerpumpe sein, weil ich sehe hier, ja, ein Schlauch von hinten nach da vorne. Hier ist offen, da wird wohl die Luft rauskommen und hinten wird sie angesaugt. Also wird Doppelkammer sein, schätze ich mal. Wie es genau funktioniert, weiß ich jetzt nicht. Hier ist ein Lüfter DC 24 Volt. Der ist ziemlich laut, der pustet rein. Da ist ein Netzteil. Das ist auch schon nicht ganz zusammen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Hilfe. Ja. Was denn für ein Netzteil, kann ich jetzt gar nicht sagen. Die 230 Volt werden hart geschalten. Das ist gut. Also wird richtig ausgeschalten. Ein PE ist auch am Netzteil und nach vorne. So, nur das Netzteil, nicht das Gehäuse extra. Wird das denn? Das gefällt mir nicht ganz so, dass hier das PE darüber geht und über die Schrauben ans Gehäuse gehen soll mit der was ist denn das hier, Zahnscheibe. Das gefällt mir jetzt nicht so besonders. Ob das jetzt auch wirklich Kontakt hat, ist jetzt zu fraglich. Aber die Erdung geht hart durch auf den Lötkolben. Ja, der geht hart durch. So, mal gucken. Alles klar. Das Gehäuse hat. Hoffe ich doch. Ja. Gut. Ich hoffe, ja, die Zahnscheiben hier haben ganz bisschen Kontakt durch den Lack gemacht. So ein ganz kleines bisschen. Also geerdet ist es hoffentlich vernünftig. Gut. Aber ich hätte mehr erwartet, dass das eventuell noch mit ans Gehäuse extra und nicht über das Netzteil. Aber es ist zumindest geerdet, das ist gut. So, und was ich meinte ist, das hier ist ein, das ist das Relais-Schalter, ne? Ja. Ich guck mal, ob ich das rauskriege. Ich habe nämlich was bei YouTube gesehen und das wird noch geändert. Das ändere ich auf alle Fälle noch. Weil das wird auf Dauer nicht gut sein, gut hinhauen. Ich schraube das nochmal schnell ab. Diese kleine Plastikkiste hier. Da ist ein weißer. Das wird der Relaiskontakt sein, weil hier das zum Lötkolben geht und zum Netzteil. Dann habe ich hier den zum Lüfter 24 Volt und den hier oben zum Motor. Der Motor
Jetzt ist die Frage, wie kriegt man das auf? So, kleinen Moment. Ein bisschen Hebel, ja, genau das ist das. Und zwar wird der Strom oder die Spannung nur begrenzt durch zwei fette Widerstände. Und das wird auf Dauer nicht hinhauen. Die sind jetzt nicht warm, aber wenn ich jetzt hier gucke, das geht zum Motor. Das sind die 24 Volt, die da reingehen. Den Lüfter. Im Moment. Da ist der Lüfter angeklemmt. Normalerweise müsste doch der Lüfter dann auch geschalten werden. Die Widerstände sind in Reihe geschalten. 5 Watt, 1 Ohm, also 2 Ohm. Ja. 2 Ohm. Irgendwer meinte, das wäre ein 12 Volt Motor. Keine Ahnung, kann ich mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Direkt. Ups. Also das hier ist wirklich, sorry, Müll. Da hätte ich eher ein Schaltregler oder irgendwas, ein Step-Down, Step-Up-Modul erwartet. Ich werde das noch ändern. Ich werde ein Step-Up-Modul oder was auch immer besorgen mit genug Leistung. Weil der Motor wird, ja doch, das sind 24 Volt. Das ist gar nicht der Motor, das sind 24 Volt in. Und dann kommt das zum Motor. Jetzt müsste ich theoretisch gucken, was der an Spannung rausschmeißt, wenn ich die Pumpe aktiviere. Das waren die 24 Volt in, ne? Und das war der Motor. Oder nee? Moment. Das war doch so. Und das war doch hier unten mit zwischen. Deswegen war auch der Lüfter so komisch. Der Lüfter? Hey. Ich mach da nochmal Strom rein. und Volt. Also I ist gleich U durch R. Davon 24 Volt. Schätze ich mal. Das kann ich ja messen. Sollten 24 Volt sein. Ah. Gesurrt. 18, und Volt? Hier kommen 18,38 Volt raus auf 13, das sind 5 Volt. 5 Volt. Über die 2 Ohm Widerstände
2 Ohm. Taschenrechner. Mal kurz das Handy nehmen. I ist gleich U durch R. Das sind dann 5 Volt durch 2 Ohm. 2,5 Ampere mal 5 Volt sind 12,5 Watt. Okay. 13 Volt auf 18 sind 5. Ja, 5 Volt. Das sind 5 Watt Widerstände in Reihe, bleiben 5 Watt. Sind nicht 10 Watt, die sind nicht parallel, die sind in Reihe. Ganz ehrlich, das ist eine komische Konstruktion. Also werden wir das nochmal abändern, also auf Widerstandsdings. Nein, deswegen läuft der Motor auch nicht gleich mit voller Geschwindigkeit. Das kommt erst, wenn er denn schon läuft. Bricht die Spannung nämlich einmal kurz zusammen. Entweder ich nehme ein Step-Up-Modul, dass ich das auch von 18 oder 24 Volt oder was das hier sind, auf die 13, vielleicht 14 Volt bringe. Und mit dem Motor, da haben sie das jetzt so gemacht. Einer nach da, einer nach da. Den Plus oder den Minus geschalten. Gut. Ja. Ein bisschen Logik da hinten drinne. Da ist ein, was ist denn da für ein Prozessor drin? Ne? Das wollen wir bestimmt auch noch mal wissen. Ein, hier steht Onbright OB39A16M1U32VP. Was ist hier hinten noch für einer? Kann ich nicht ganz erkennen. Was ist denn das hier für eine? HT1621B. Aber ich schätze mal, das ist der andere hier, dass das der Controller ist. Das sieht so klein aus. Das könnte ein 32-Bit sein. OB39A16M1. U32VP. Wenn ich was bei Google rausfinde, blende ich das im Video ein. Und wenn nicht, dann weiß ich nicht. Allerdings, ja, mehr sehe ich da jetzt auch nicht. Da ist das gleich das Display. Da ist noch ein Poti. Ist das eine Hintergrundbeleuchtung oder was? Ich weiß es nicht. Mal schauen. Weiß ich nicht. So, mit dem Lüfter. Ja, warum auch immer der da so laut sein muss. Da lasse ich mir auch noch mal was einfallen. Vielleicht besorge ich da noch mal einen leiseren. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. So, aber das wäre die Station. Halt diese, wie ich auch im Video schon mal gesehen habe, diese Widerstandsstrombegrenzung, das finde ich nicht so toll, das wird noch geändert. Sie tut ihren Job, man hat es gesehen, ich konnte die C auslöten, wunderbar. Jetzt kann ich endlich mal wieder vernünftig auslöten, auch für den Amiga. Die Lötdinger, die sind ja wirklich empfindlich. Und genau für sowas ist das gedacht, wirklich für empfindliche Sachen, wo man mit Pumpe und so weiter nicht mehr weiterkommt. Auch hier so mehrfach LC-Displays zum Beispiel. Ich habe jetzt gerade nichts als Beispiel da.
von 16 Zeilen oder 16 Zeichen, 4 Zeilen Display oder so. Wenn man das alles ablöten muss, das ist mit so einem Gerät viel einfacher. Gut. Dann bis zum nächsten Video und wir sehen uns dann bei was auch immer wieder. Okay, bis dann. Tschüssi.